So, Hallöchen, Hallöchen zu Let's Read a Creepypasta und oh mein Gott. Mensch, ne? So, das ist jetzt mal wieder was komplett Neues. Ich dachte mir, jetzt gerade, wo ich so ein bisschen, ich sage mal, im Vorausaufnahme-Marathon bin und ich echt Lust habe, gerade ein bisschen vorzulesen, nutze ich das und lese ein paar Gruselgeschichten vor. Die ersten Parts werden jetzt noch mit den richtig, also das sind so die ziemlich bekannten, die, glaube ich, jeder von uns schon kennt, der sich so ein bisschen dafür interessiert. Für die, die es nicht so interessiert, die können sich dann einfach zurücklehnen, ein bisschen gruseln, ja, vielleicht. Und, naja, denn ich werde aktuell nur Sachen aus dem Creepypasta-Wiki vorlesen, also sind es quasi direkt die Wiki-Einträge. Ich weiß noch nicht, wie sich das im Laufe der, ich sage mal, Reihe verändern wird, aber ich hoffe dennoch, dass ihr da ein bisschen Bock drauf habt, denn ich habe da schon ein wenig Bock drauf. Ja, diese erste Folge handelt vom Lavandia-Syndrom. Viele von uns kennen Pokémon, denke ich mal, und ich denke ja auch, in der älteren Generation, ich glaube der ersten Generation, gab es eine Stadt, die hieß Lavandia. Aber ich würde sagen, ich will auch gar nicht zu viel zu verraten, denn ich möchte diese Creepypasta jetzt vorlesen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt die Geschichte ein wenig genießen. Das Lavandia-Syndrom. Das Lavandia-Syndrom, auch bekannt als Lavandia-Ton oder Lavandia-Selbstmorde, bezeichnet einen Gipfel der Selbstmorden und Krankheiten von Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren. Kurz nach dem Erscheinen von Pokémon Rot und Grün in Japan, damals am 27. Februar 1996. Ein Gerücht besagt, dass diese Selbstmorde und Krankheiten nur auftraten, nachdem die Kinder, welche das Spiel spielten, Lavandia erreichten, dessen Musik extrem hohe Frequenzen enthielt, sogenannte binaurale Beats, die auch als akustische Waffen im Krieg eingesetzt werden, welche, so besagen Studien, nur von Kindern und frühen Teenagern gehört werden können, da sich das Gehör mit steigendem Alter stetig verschlechtert. Wahrscheinlich begingen aufgrund des Lavandia-Tons mindestens 200 Kinder Selbstmord und viele mehr wurden psychisch krank und litten. Die Kinder, welche Selbstmord begingen, taten dies meist durch Erhängen oder den Fall aus großen Höhen. Die, die sich nicht merkwürdig verhielten, beschwerten sich über Kopfschmerzen, nachdem sie die Lavandia-Musik gehört hatten. Obwohl Lavandia nun komplett anders klingt, wurde diese Massenhysterie von dem ersten Pokémon-Spiel verursacht. Nach dem Lavandia-Unfall änderten die Programmierer Lavandias Musik in eine tiefere Frequenz und Kinder wurden nicht länger davon beeinflusst. Die Incognito buchstabierten übersetzt Leave Now, im Deutschen Geh jetzt. Es gibt auch eine Beta-Version von Lavandia. Im Jahre 2010 erschien ein Video, welches mit Spezialsoftware, die ein Spektrogramm enthielt, die Töne von Lavandia analysierte. Beim Abspielen stellte die Software am Ende des Liedes Bilder von Incognitos. Dies löste Debatten aus, da Incognito erst in der zweiten Generation erschien. Silber, Gold und Kristall. Eine eigene Analyse ist heutzutage nicht mehr schwer, da sich viele umfangreiche Audio- und Audioanalyse-Tools auf dem Markt befinden, die Spektrogramme anzeigen können. So, damit sind wir denn auch schon fertig mit der allerersten Creepypasta und das war, naja, die Lavandia Creepypasta und meiner Meinung nach immer noch eine sehr interessante Geschichte, aber mit ein wenig, ich sage mal, Recherchierung kann man auch, ich sage mal, sehr viel herausfinden. Ich habe echt, wie soll ich sagen, ich habe echt Lust, ein bisschen mehr noch aufzunehmen, aber ich werde das jetzt hier als den ersten Part beenden. Was haltet ihr davon? Ja, denkt ihr, da ist irgendwas dran? Denkt ihr, na, ist Quatsch? Oder habt ihr vielleicht sogar einen anderen Grund, warum die ganzen Kinder krank wurden oder einfach, ne, suizidgefährdet wurden? Habt ihr da vielleicht eigene Theorien? Wenn ja, dann könnt ihr sie mir gerne in der ich würde jetzt gerade sagen, in der Videobeschreibung, aber nee, in den Kommentaren könnt ihr sie mir denn gerne lassen. Und ja, Mensch, dann war das hier ein etwas kurzes, knapperes Video für zwischendurch, aber auch der Start in eine neue Reihe, die hoffentlich auch sehr gut ankommt. Ich hoffe es, denn ich glaube, das wird ziemlich abwechslungsreich und ziemlich spannend. Ja,
Und Leute, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung. Schaut auf meinem Twitter, auf meinem Instagram, auf meinem alles drum und dran. Ich habe da so viel, schaut da einfach mal in die Videobeschreibung. Dort ist nämlich alles verlinkt. Auch der Link zur der Creepypasta. Also wenn ihr sie nachlesen wollt oder wenn ihr andere lesen wollt, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alles. Ja, das war's denn jetzt von mir. Ich bin raus und da wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.